Hallo und herzlich willkommen zu einem ZAP-Spezial, das wir aufgelegt haben, weil wir finden, dass es in Zeiten wie diesen auch auf den Journalismus ganz besonders ankommt. Wir senden heute aus einem Tonstudio, in dem weniger Menschen als sonst arbeiten. Und die, die hier arbeiten, haben dann ausreichend Sicherheitsabstand. Inzwischen sind ja wirklich alle von uns von der Corona-Krise betroffen, spätestens seit dem seit über einer Woche geltenden Kontaktverbot. Und das macht auch etwas mit der Arbeit von uns Journalisten, denn wie sollen wir zum Beispiel berichten, wenn immer mehr von uns im Homeoffice tätig sind? Wir haben seit vorigen Sonntag Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit begleitet, um genau das einmal herauszufinden, was das mit ihrer Arbeit macht. Und Caroline Schmidt war vorigen Sonntag dabei, als eine Entscheidung getroffen wurde, die unser aller Leben ganz maßgeblich beeinflusst hat. Aus diesem Haus wird heute eine der wichtigsten deutschen Nachrichtenseiten gesteuert. Sonntag, 22. März. Der Tag, an dem die Politik über eine Ausgangssperre entscheiden wird. Hier in einem Hamburger Vorort wohnt Janko Tietz, 47. Seit 6 Jahren Chef vom Dienst Digital beim Spiegel. Hi Patrick, hier ist Janko. Ich habe jetzt diesen Gesetzentwurf. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt quasi schon ein überarbeiteter ist oder ob das noch der alte ist. Es geht um den Gesetzentwurf zum Schutz der Bevölkerung von Jens Spahn. Tietz Herausforderung? Alles im Blick behalten. Angemessen berichten und das in einer absoluten Ausnahmesituation. Für alle. Übrigens auch für mich. Denn für den Dreh muss ich erst einmal ein paar Probleme lösen. Ich darf nicht ins Haus. Janko und seine Familie sind in Quarantäne seit ihrem Skiurlaub in Österreich. Eine große Leiter steht vor dem Esszimmer. Das Ansteckmikro lege ich ihm vor die Tür. Und drehe dann von der Leiter aus. Ein bisschen was beiseite räumen. Es ist schwierig, von draußen eine ganze Reportage zu drehen. Janko Tietz' Frau kocht gerade das Mittagessen. Sie wird gleich für uns mit der Handykamera drinnen drehen. Ich baue derweil eine Skype-Verbindung auf. Geht's? Ist ein bisschen eine Verbindung wie nach Honolulu, aber... Wahrscheinlich, weil gerade das WLAN hier komplett überlastet ist. Das muss nämlich gerade viel leisten. Redakteure aus aller Welt stellen Fragen per Chat. Und dann kommen immer wieder Videoanrufe von seinem Kollegen in der Spiegelzentrale. Und ich baue noch die Filmtipps, die Streaming-Tipps von Bento rein, unten. Wir haben heute Sonntag und normalerweise ist der Sonntagsdienst mit einem CVD nur besetzt. Und wegen der Sonderlage jetzt in Sachen Corona-Krise haben wir aber beschlossen, dass wir das mindestens zu zweit machen. Gerade heute. Ganz Deutschland droht die Ausgangssperre. Minütlich Corona-Meldungen. Dann... 15.46 Uhr meldet die dpa Kontaktverbot. Kriegen Sie gerade wieder eine Meldung rein? Ja, es kommen hier gerade ganz relativ viele Meldungen, beziehungsweise erstmal eine. Die dpa eilt gerade, dass sich der Bund und die Länder auf ein Kontaktverbot wegen der Corona-Krise verständigt hätten. Das ist aber bis jetzt erstmal nur eine Quelle. Also da warten wir noch, bis wir eine zweite kriegen, beziehungsweise recherchieren selbst auch hinterher. Der Kollege in der Zentrale will die Korrespondenten in Berlin bitten, die Information gegenzuchecken. Unsere Verbindung durch die Hauswand derweil miserabel. Ich rufe dich nochmal an, ja, weil das ist echt eine sehr schlechte Verbindung. Wir probieren es übers Mobilfunknetz. Das klappt und Tietz berichtet, wie gut sich sein Team inzwischen digital verständigt. Wir haben jetzt wirklich innerhalb von einer Woche im Eilverfahren gelernt, unsere Themenplanung komplett digital zu machen. Insofern glaube ich, dass wir auch in Zukunft und nach dieser Krise viel moderner arbeiten werden, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Überhaupt sieht Tietz die Situation positiv. Aber wie journalistisch die Waage halten zwischen Information und Panikmache in einer solchen Zeit? Natürlich gucken wir uns sehr, sehr genau an, welche Überschriften machen wir. Machen wir einen ausgewogenen Mix auch, sodass eben das, was an schlechten Nachrichten
reinkommt, nicht überhand nimmt und die Leute eben wahnsinnig macht. Und trotzdem kommen dabei auch solche Schlagzeilen raus. Es wird ein Desaster. Gemeint ist Afrika. Man macht sich täglich Gedanken, zum Beispiel, haben wir noch genügend Maß und Mitte? Also diesen Corona-Themenblock zum Beispiel, den wir auf der Homepage haben, am Homepage Platz 1 und dann runter, der umfasst ja teilweise bis zu 16, 17 Texten oder Videos oder Grafiken. Und da fragen wir uns schon, ist das zu viel? Erschlagen wir die Leute damit? Müssen wir das reduzieren? Und diese Entscheidung quasi täglich aufs Neue zu treffen, das ist schon relativ herausfordernd. Bislang finden Sie, dass man nicht genug berichten kann über die Corona-Krise. 16.27 Uhr, die Spiegel-Eilmeldung. Haben Sie das schon auf der Seite? Ja, ist schon auf der Seite, denn wir arbeiten ja zu zweit. Bund und Länder verständigen sich auf umfangreiches Kontaktverbot. Eine historische Entscheidung. 17.34 Uhr, Merkel im Livestream. Auch die beiden CVDs wollen jetzt gucken. YouTube ist auch überlastet. Zumindest bei mir. Hier läuft bei uns. Echt? Ja. Ein kurzer Blick auf die Klickzahlen. Ein sprunghafter Anstieg. Der Laden läuft. Tietz findet allerdings, dass Information nicht seine einzige Aufgabe ist. Die Leute sitzen ja jetzt oftmals stundenlang zu Hause, können nicht raus oder gehen auch nicht raus und sind dann bei Medien, also sind auf Webseiten, informieren sich. Und wenn man denen dann trotzdem so ein bisschen Zerstreuung bieten kann, indem man Sachen aufbereitet, die man sich eben auch leicht anschauen kann, zum Beispiel im Videobereich, wo man nicht erstmal wissenschaftlich viel durchdringen muss, dann ist das schon auch eine Aufgabe, die wir gerade haben. Janko Tietz macht sich große Sorgen um die Stimmung im Land. Also ich bin mir nicht so richtig im Klaren darüber, wie lange solche Lockdowns oder Shutdowns oder wie auch immer das genannt wird, so eine Gesellschaft aushalten kann. Also ob das wirklich, da gibt es ja die verschiedensten Szenarien, die einen sprechen ja sogar davon, dass man das bis zum nächsten Jahr aufrechterhalten muss. Das halte ich, also das macht mir wirklich die allergrößte Sorge, wenn das wirklich so käme. Er hofft, dass dieser Zustand nur wenige Wochen anhalten wird. Er ist nicht der Einzige. Am Sonntag also hatten die Bundeskanzlerin und die Landesregierungen ein Kontaktverbot erlassen. Am Montag dann ging es um die Frage, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufgefangen werden könnten. Experten rechnen damit, dass die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession rutschen wird, die auch viele deutsche Arbeitnehmer trifft. Die Bundesregierung wollte daher ein Hilfspaket in nie gekannter Höhe auf den Weg bringen. Caroline Schmidt hat einen Hauptstadtkorrespondenten an einem überhaupt nicht normalen Arbeitstag begleitet, an dem viele andere Themen in den Hintergrund rücken. Montag, 23. März. Tag 1 der Kontaktsperre. Kein Laut übertönt die Züge. Ich begleite heute Michael Stempfle. Seit 6 Jahren Korrespondent im Hauptstadtstudio der ARD und Leiter der Innenpolitik. Stempfle filmt sich für uns auf seinem Weg ins Büro. Ja, ich habe den Gleisdreieckpark lange nicht mehr so leer gesehen. Ist auch ein bisschen frisch heute Morgen, 8:30 ist es. Aber es sind deutlich weniger unterwegs. Also offenbar gehen auch weniger zur Arbeit oder weniger radeln zur Arbeit, wie auch immer. Und ein paar Jogger hier und da, aber insgesamt doch deutlich weniger los hier. Es ist der Beginn einer historischen Woche. Die Politik will ein Hilfspaket verabschieden. Es soll das Land vor den Auswirkungen der Corona-Krise schützen. Das ARD-Hauptstadtstudio? Wie leergefegt. Michael Stempfle dreht für uns Bilder, denn ich darf hier nicht rein. Die Planungskonferenz halten sie heute im Stehen ab. Großer Sicherheitsabstand. Die Agenda natürlich, der Shutdown und das Hilfspaket, das die Bundesregierung gerade ein paar hundert Meter weiter vorstellt. Wir werden einen Nachtragshaushalt diese Woche dem Deutschen Bundestag vorlegen. Das hat das Kabinett eben beschlossen, der eine Dimension von 156 Milliarden Euro hat. Das ist eine Größenordnung, die bisher nicht erreicht worden ist in einem Schritt. Und das ist noch nicht alles. Stempfle auf dem Weg zur Bundespressekonferenz.
Dort können er und seine Kollegen, die Sprecher der Ministerien, direkt zum Hilfspaket befragen. Es ist eine atemberaubende Fülle an Themen, die in kürzester Zeit abgearbeitet werden. Da geht es um die Krankenhäuser, es geht um Patienten, es geht um die Wirtschaft und Unternehmen, um Selbstständige. Es geht um Mieter bzw. Vermieter, also Veränderungen für so viele Gruppen in der Gesellschaft. Veränderungen, die Journalisten kritisch begleiten müssen. Weil unsere Aufgabe ja ist, nicht nur zu erklären, was die Bundesregierung macht, sondern immer auch uns die Frage zu stellen, hat sie alles richtig gemacht? Wo sind die Fehler? Wo sind diejenigen, die Druck ausüben, damit die Bundesregierung eben es besser macht, als sie es bislang plant? Das ist ja unsere vorderste Aufgabe, sozusagen anzuspornen, Druck auszuüben, damit Dinge eben möglichst gut gemacht werden. Bei dieser besonderen Pressekonferenz nur wenige Journalisten mit großem Abstand. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich habe Ihnen jetzt aus einer Kabinettssitzung zu berichten, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik wohl noch nicht gegeben hat. Und einer Kabinettssitzung, die wiederum der Anfang einer Gesetzgebungswoche in Bundestag und Bundesrat ist, wie es sie wohl auch so noch nicht gab. Denn dieses Milliardenhilfspaket soll innerhalb von nur einer Woche verabschiedet werden. Endlich Zeit für Fragen. Aber es ist möglich, dass Unternehmen sagen, Sie zahlen nur noch das Kurzarbeitergeld und stocken nicht auf, korrekt? Wie gesagt, das ist Sache der Tarifpartner. Also alles Verhandlungssache. Regierungssprecher Steffen Seibert wirkt müde. Und Stempfle schreibt eifrig mit. Im Normalfall wäre es so, dass wir versuchen würden zu gucken, welches Gesetzesvorhaben plant die Regierung. Wir würden den Gesetzestext lesen, wir würden den mit der Opposition abgleichen, gucken, welche Kritikpunkte die rausarbeitet. Wir würden Experten von außen fragen und so eine möglichst breite Bandbreite an Argumenten sammeln, um zu gucken, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von den Gesetzesvorhaben. Das machen wir jetzt auch, aber bei der Fülle von Maßnahmen in so kurzer Zeit kommt am Schluss weniger pro Gesetz in die Berichterstattung. Es ist eigentlich mehr erklären dessen, was da gerade passiert und vielleicht einen Tick weniger hinterfragen, was das Ganze auch ein bisschen problematisch macht. Die Logik der Krise. Und andere brisante Corona-Themen dürfen ja auch nicht aus dem Blick geraten. Frage an das Justizministerium und das Gesundheitsministerium zur Handydatenortung. Ist es jetzt quasi vom Tisch, was Herr Spahn da ursprünglich vorgeschlagen hatte? Es ist aktuell nicht Beschlusslage der Bundesregierung. Und insofern kann ich da das auch nicht weiter einordnen. Also ja, die Handyortung zur Corona-Eindämmung ist vorerst vom Tisch. Ich glaube, wichtig ist jetzt einfach, dass man noch konzentrierter arbeitet, als man es vielleicht sonst macht, zu gucken, in möglichst kurzer Zeit alles zu erfassen, was da auf dem Tisch liegt. Und es ist einfach eine ganze Menge. Der politische Journalismus ist unter Druck wie selten zuvor, während das ganze Land auf Halt gesetzt ist. Fühlen Sie sich ein wenig hilflos? Also ich fühle mich nicht hilflos. Im Gegenteil, es ist jetzt, glaube ich, für Journalisten auch eine besondere Situation, weil wir eben an vorderster Front dabei sein können, die Entscheidungen beobachten können. Stempfle steht eine extreme Woche bevor. Und doch ist das nur der Auftakt einer Krise, deren Verlauf niemand absehen kann. Michael Stempfle hat die Woche über noch häufig über politische Themen berichtet. Eine andere große deutsche Nachrichtenzentrale stand derweil vor der kompletten Schließung ihrer Redaktionsräume, die dpa nämlich. Nach einem Corona-Verdachtsfall wurde der komplette 2500 Quadratmeter große Newsroom geschlossen, in dem dann nur noch der Nachrichtenchef und der Chefredakteur sich anschließend aufhalten durften. Daniel Buß hat mit dem Chefredakteur Sven Gößmann darüber gesprochen, was Journalismus in diesen Zeiten leisten kann und muss. Die große Lehre, der Film. So hat der Nachrichtenchef der dpa seinen Rundgang genannt im größten Newsroom der Republik. Aber arbeiten von unterwegs, ohnehin Alltag in der Nachrichtenagentur. Deshalb funktioniert für den Chefredakteur die Arbeit auch, wenn er fast allein im Newsroom sitzt. An einem Tag waren es, glaube ich, 31 Einmeldungen, historischer Höchstwert. Das zeigt natürlich, dass das besondere Zeiten sind. Es hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Ich sehe übrigens in den meisten deutschen Medien nach einer ersten Phase des Überrolltwerdens jetzt wieder so diesen Moment, wo alle sagen, ja, wie lange kann das dann noch dauern? Also die Diskussion um die Exit-Strategie ist dafür das beste Beispiel. Die Skepsis wächst jetzt wieder und das ist gut so. Auch wenn die dpa funktioniert, der verbliebene Nachrichtenchef zählt die Tage. Der Chefredakteur sieht die Einschränkung durch Corona auf Dauer als Gefahr, besonders für seine Reporter im Ausland. Die In-Augenscheinnahme wird natürlich deutlich schwieriger.
Wir erleben das schon seit vielen Jahren weltweit, dass uns natürlich der Zugang zu Ereignissen und Schauplätzen immer schwieriger gemacht wird in Autokratien. Nehmen wir mal Russland als Beispiel. Und dieser Zustand, dass du nicht mehr frei als Journalistin, als Journalist zu einem Ereignis reisen kannst, den gibt es mittlerweile auch in Zentraleuropa, in bisher liberalen Demokratien. Da kann ich nur hoffen, dass dieser Dauerzustand nicht anhält. Wir sehen, wie schnell und wie, sagen wir mal, zerbrechlich auch Freiheit sein kann. In einem leeren Newsroom steht außerdem noch etwas anderes auf dem Spiel. Natürlich ist das eine Zäsur, weil es anderes Arbeiten erfordert, eine höhere Fokussierung, weil natürlich viele zwischenmenschliche Begegnungen, die es auch gibt, Journalismus ist immer zum Teil auch, wie Henry Nann mal gesagt hat, Quatschen auf dem Flur. Also die Fragestellung, wie komme ich zu den Ideen, das müssen wir anders, den kreativen Prozess müssen wir anders organisieren. Damit die Kollegen nicht zu weit weg sind, hat sich dpa etwas ausgedacht. Mitarbeiter schicken Videobotschaften aus ihrem dpa-Wohnzimmer, auch musikalische. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Ein fast leerer Newsroom bei der dpa und von heute auf morgen so gut wie keine Aufträge mehr für Sport- oder Kulturjournalisten, weil fast nichts mehr stattfindet nämlich. Diese Journalisten mussten sich in der ersten Woche seit dem Kontaktverbot erst einmal sammeln. Welche Hilfen gibt es für sie und wie geht es weiter? Zum Glück gibt es auch im freien Journalismus Vereine, die sich dafür einsetzen, gemeinsam das Schlimmste zu verhindern. Ein solcher Verein sind die sogenannten Freischreiber, die sich vor etwa 10 Jahren gegründet haben, um sich für die Belange von freien Journalistinnen und Journalisten einzusetzen. Daniel Buß hat eine Freischreiberin in Lüneburg getroffen, die noch schreibt, sich aber fragt, wer bleibt. Lüneburg, Mittwoch, 25. März. Auch hier halten sich die Menschen ans Kontaktverbot. Bäckereien sind aus bekannten Gründen geschlossen. Nur ein paar Fußminuten weiter lebt und arbeitet eine Journalistin. Anna Heidelberg-Stein, eine von deutlich mehr als 10.000 freien Journalisten, die Solo-Selbstständigen der Medienszene. Die Folgen von Corona bedrohen auch sie. Der erste Termin des Tages, Schaltkonferenz mit den Freischreibern. Heidelberg-Stein ist Teil des Vorstands. Guten Morgen. Moin. Top 1, Lagebesprechung. Wie läuft nun das Geschäft bei den Freien? Ich habe nur die Aussage, ich kriege die Woche irgendwie eventuell neue Themen. Also ich habe jetzt bei Gruner noch nichts gehört. Ich hatte die letzten 2 Wochen mega viel zu tun, als Medizinjournalistin ja auch nicht verwunderlich. Aber jetzt sind so die großen Erklärstücke auch überall erschienen und ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, weil zum einen werden die Dinge, die jetzt so tagtäglich passieren, sicherlich die Kollegen in den Redaktionen schreiben. Und die anderen Geschichten, die ich sonst so mache, die liest ja im Moment niemand. Also ich kann von mir als Leserin sprechen, dass ich zum Beispiel im neuesten Spiegel schon erstmal alles andere lese, bloß nicht Corona. Ich habe da jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Mir geht es genauso. Aber die Redaktionen, die sagen das anders. Ne? Die sagen, nee, wir konzentrieren uns jetzt. Ne? Also die anderen Sachen finden die, dürfen erstmal später stattfinden. Man muss ja auch seine Finanzen erstmal in Ordnung bringen. Also das ist, was ich als erstes gemacht habe, dass man das Presseversorgungswerk, also das habe ich zum Beispiel runtergefahren, dass man seine Einkommenssteuer sofort eine Nullmeldung macht. Also damit war ich jetzt auch erstmal beschäftigt, also zu gucken, wie sind meine laufenden Einnahmen, was kann ich irgendwie runterfahren, was kann ich vielleicht beantragen. Welche Fördertöpfe gibt es überhaupt? Genau, solche Sachen. Jeden Tag gibt es irgendwelche neuen. Und ja. Genau, solche Sachen. Wie lange reicht die Kohle? Tschüss, viel Spaß noch. Trotz heiterer Runde, schwierige Zeiten für viele freie Journalisten. Auch für Anna Heidelberg-Stein. Denn sie berichtet für Zeit Hamburg sehr viel über Termine, die in diesen Wochen ausfallen. Aber sie hat Glück. Da ging es unter anderem um Kulturtipps in und um Hamburg. Die finden jetzt natürlich nicht mehr statt. Aber im Gegenzug habe ich
Also das wurde sofort gecancelt und im Gegenzug habe ich aber netterweise, glücklicherweise direkt einen Vorschlag gekriegt für eine neue Serie, an der ich jetzt dran bin und die ich einfach tagtäglich abarbeite. Nun pflegt sie die Rubrik, was sie zu Hause erleben können. Die Journalistin sammelt Tipps. Hast du da schon ein, zwei Titel, im besten Fall sogar mit Hamburg-Bezug oder? Sehr schön, dann schieß mal los. Ihr hilft die Spezialisierung, um durch die Krise zu kommen. Und bei allen Gesprächen spielt am Ende natürlich auch immer das Thema eine Rolle. Oh Gott, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das alles halbwegs unbeschadet übersteht. Alles Gute dann. Genau, prima, tschüss. In dieser Zeit der Ungewissheit hat sie einen Ausweg. Heidelberg-Stein hört aus ihrem Netzwerk auch Gutes. Wer aber über Sport, Theater, das Vereinsleben berichte, habe es schwer. Also ich denke, dass da leider wieder die Kolleginnen und Kollegen im Lokalen besonders betroffen sind, die sowieso immer am Ende der Nahrungskette stehen, die wahnsinnig niedrige Honorarsätze leider bekommen. Und die zu einem Überfluss auch noch ganz stark auf Terminjournalismus angewiesen sind, der jetzt komplett wegbricht. Also ich glaube, Lokaljournalistinnen und Journalisten haben jetzt wirklich zu knabbern an dieser Krise. Solidarität, gegenseitiger Halt in der Krise, etwa bei den Freischreibern. Und Glück für alle, für die Homeoffice schon vor Corona Alltag war. Tschüss. Die Folgen der Krise sind vor allem spürbar im Regionaljournalismus. Denn wenn wie jetzt sehr viele Menschen sehr viel Zeit zu Hause verbringen, wird das Direkte drumherum auf einmal sehr wichtig. Und so verzeichnen Regionalmedien online Rekordabrufzahlen. Doch spätestens seit Ende vergangener Woche zeigen sich auch andere Auswirkungen der Krise auf den Regionaljournalismus. Inga Madwig war bei der Ostfriesen-Zeitung in Leer, das derzeit seinem Namen alle Ehre macht. Grauer Himmel über Ostfriesland. Eine Woche nach Verhängung des bundesweiten Kontaktverbots. Ein leerer Zug bringt mich nach Leer. Ohne Kamerateam. Raus geht in diesen Tagen nur, wer wirklich muss. Durch diese Ausnahmesituation manövriert Chefredakteur Joachim Braun die Ostfriesen-Zeitung. Die Reste der Redaktion Ostfriesland. Die Digitalredaktion ist komplett im Homeoffice und das sind unsere Blattplaner. Normalerweise sitzen hier 30 Mitarbeiter. Heute sind es 8. Auch Joachim Braun arbeitet so oft es geht im Homeoffice. Heute darf ich ihn in der Redaktion begleiten. Für den Dreh muss er mit anpacken. So vermutlich, oder? Ja, perfekt. Corona ist auch hier das Top-Thema. Besonders gefragt, Infos direkt aus der Region. Und heute werden wir deswegen auch mal ein bisschen versuchen rauszufinden, was extrem schwer ist, was wir schon lange auf der Agenda haben. Wie viele Intensivbetten gibt es denn wirklich in Ostfriesland? Die Recherche ist schwierig, da offizielle Zahlen oft fehlen. Auskunft gibt es derzeit nur per Telefon oder E-Mail. Auch in der Redaktion wird überwiegend digital kommuniziert. Auf diesem Wege erreicht Braun einen besonderen Vorschlag. Es hat sich ein Pfarrer gemeldet bei einer Zeitung. Ich weiß nicht, ob das zu dir auch gekommen ist. Der bietet uns einen Segensspruch für jeden Tag an. Wir haben einfach sehr viel Pflicht auf maximal, ja meistens nur 3 Seiten. Und dann hatten wir ja auch noch Anzeigen zwischendurch. Dann sage ich ihm ab. Kein Segen in der Ostfriesen-Zeitung. Der Platz fehlt. Denn die Zeitung hat in der Krise Blätter gelassen. Die Montagsausgabe 24 statt 32 Seiten. Wir haben heute 2 Seiten Sport. Plus diese Fitnessseite. Normalerweise haben wir 8 bis 10 Seiten Sport. Im Sport hat sich natürlich gravierend was verändert. Im Sport wird jetzt ganz viel davon erzählt, was früher mal war. Oder was dieses Jahr ausfallen muss. Wie das traditionsreiche Ruderrennen Oxford gegen Cambridge. Und auch der Lokalteil schrumpft. Fast um die Hälfte. Weil das politische Leben natürlich stillsteht. Oder fast stillsteht. Weil keinerlei Veranstaltungen stattfinden, weil man auch viele Gesprächspartner nicht so kriegt, wie man das gewöhnt ist, weil die im Homeoffice sind und einfach schwer erreichbar sind. Es ist halt einfach im Moment relativ schwierig, lokal zu recherchieren. Dabei ist lokal jetzt gefragt wie nie. Die Digitalabos haben sich seit Krisenbeginn vervielfacht. Wegen Corona,
Und wegen des neuen Digital-Abo-Angebots für 1 Euro. Wir gehen raus und wollen mit den Menschen in Leer über die Ostfriesen-Zeitung sprechen. Der Chefredakteur übernimmt das Mikro. Und er lässt es sich nicht nehmen, auch selbst Fragen zu stellen. Uns interessiert, wie wichtig für Sie im Moment regionale, lokale Informationen sind, zum Beispiel aus der Ostfriesen-Zeitung. Jetzt wegen der Krankheit will man ja genau wissen, was los ist. Ne? Und wie wichtig ist in so einer Zeit die Zeitung neben dem Internet? Die Zeitung ist ja nicht ganz top aktuell, also Internet ist ja aktueller. Ja. Aber Zeitung lesen wir trotzdem jeden Tag, aber im Internet ist man natürlich aktueller informiert. Ne? Und wo informieren Sie sich da im Internet? Über NTV, offiziellen Seiten? NTV, Spiegel. Ja, aber da kriegen Sie natürlich das Regionale nicht mit. Das Regionale nicht, das kriegen wir dann in der Ostfriesen-Zeitung mit, ja. Sind Sie dann auch auf der Internetseite der Ostfriesen-Zeitung? Nein, eigentlich ganz selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schade. Ja. Sag ich Ihnen als Ostfriesen-Zeitung-Chefredakteur. Herr Braun, ne? Ja. Ja, ich habe Sie schon erkannt. Zurück in die Redaktion. Termin beim Geschäftsführer. Joachim Braun treiben mehrere Sorgen um. Ist aber gerade eine schwierige Situation für den Journalismus, weil wir im Grunde Schwierigkeiten haben, eine Distanz zu dem zu entwickeln, was jetzt gerade von Regierung, Behörden und so weiter entwickelt wird, weil wir natürlich auch keine Ahnung haben, was richtig und was falsch ist. Die eigene Rolle finden. Ein Problem. Und dann ist da noch die heikle wirtschaftliche Lage. Kaum Anzeigenkunden. Denn wenn Läden geschlossen haben, wollen sie auch keine teure Werbung schalten. Im laufenden Monat sind das um die 70% der Umsätze. Im Monat April werden es um die 80-90% unserer Umsätze sein. Wir müssen also zusehen, wie wir das entweder einsparen können oder durch Sondermaßnahmen wiederholen können. Eine ganz neue Sondermaßnahme, ein Solidaritätspakt. Jeder Mitarbeiter kann freiwillig weniger arbeiten und entsprechend anteilig auf Gehalt verzichten. Bislang hat die Ostfriesen-Zeitung, anders als andere Verlage, niemanden in Kurzarbeit geschickt. Sie wollen nach vorne blicken. So läuft etwa auch in der Zeitung eine Serie rund um den Gartenteich weiter, selbst wenn die Baumärkte in Niedersachsen derzeit geschlossen sind. Weil es einfach ein Signal ist, es wird auch ein Leben nach Corona geben und das wird weitergehen. Und irgendwann ist diese Situation auch beendet. Ich glaube, das müssen wir als Zeitung schon auch vermitteln, angesichts dieser ganzen niederschlagenden Nachrichten, die wir auch haben. Es ist paradox. Die Regionalzeitungen leisten viel in diesen Tagen und kämpfen gleichzeitig ums Überleben. Ob wirtschaftliche Folgen oder Auswirkungen auf den Journalismus, die Corona-Krise wird uns noch lange Zeit beschäftigen. Und wir hier bei ZAPP, wir werden natürlich berichten. Wir sind zurzeit nur eine kleine Mannschaft, weil einige aus unserem Team jetzt bei den Nachrichten mitarbeiten. Aber auf unserer Website, da finden Sie fortlaufend Informationen und Updates. Und wir freuen uns natürlich sehr über Ihre Kommentare, Hinweise zu unseren Beiträgen und zur Sendung. Soweit unser ZAPP-Spezial für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.